Wer kennt es nicht? Man fährt vielleicht auf dem Fahrrad oder mit dem Auto. Man liest ein Buch, glaubt bei der Sache zu sein, ist mit den Gedanken aber komplett woanders. Und ohne dass man es eigentlich richtig merkt, vergeht die Zeit. Man erreicht das Ziel, man hat die Seite gelesen, es geht irgendwie weiter. Das Gehirn arbeitet scheinbar irgendwie weiter. Aber wie funktioniert das eigentlich? Schauen wir uns das etwas genauer an. Bei funktionell bildgebenden Experimenten ist es in der Regel gängig, dass man dem Probanden schwierige Aufgaben gibt, während das Gehirn gescannt wird beispielsweise, um dann zu beobachten, wie das Lösen dieser schwierigen Aufgabe verknüpft ist mit den aktiven Bereichen des Gehirns. Aber was passiert in den Zwischenphasen, zwischen den Aktivitätszuständen? Man könnte erwarten, dass die Gehirnaktivitäten drastisch sinken. Die ersten Hinweise darauf, dass dem aber nicht so ist, lieferte Markus Reichle in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts. Er entdeckte eine gleichbleibende Gruppe von Hirnregionen, deren Aktivität sinkt, wenn wir uns fokussiert mit irgendeiner Aufgabe beschäftigen, aber wieder zunimmt, wenn wir in Gedanken quasi Däumchen drehen. Diese Gruppe im Gehirn nennt er das Standardnetzwerk. Etwa zur selben Zeit erkannte Michael Greitzius dieselbe Hirnregion. Er untersuchte seine Probanden, für etwas ungewöhnlich, nicht in aktiven Phasen, sondern in Ruhephasen. Und dabei stieß er auf die Aktivität des Standardnetzwerkes. Man könnte dieses Phänomen als die Ruheaktivität des Gehirns bezeichnen. Und irgendwie ist diese Beobachtung quasi die dunkle Energie der Neurowissenschaften. Denn man struggelt noch immer, eine vernünftige Erklärung dafür zu finden, womit das zusammenhängt. Es ist quasi die Forschung der Tagträumerei. Was interessant ist, es gibt scheinbar Anomalien zwischen dieser Tagträumerei und einer Reihe von Erkrankungen. Also ist scheinbar dieses Däumchen drehen gar nicht so unwichtig, wie wir glauben. Sie hat eventuell direkte Auswirkungen auf potenzielle Krankheiten. Zusammengefasst, im Ruhezustand ist das Gehirn fast genauso aktiv wie im aktiven Prozess, dank des Standardnetzwerkes. Wie wir wissen, besteht das Gehirn ja aus zwei Hälften. Und total interessant ist, dass dieses Standardnetzwerk oder die Aktivitäten des Standardnetzwerks an der Schnittstelle oder an der Berührungsstelle dieser beiden Gehirnhälften auftritt. Wie dem auch sei, freut euch, ihr Nichtsnutze. Euer Gehirn arbeitet beim Nichtstun genauso viel wie bei anstrengenden Arbeiten.